Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind bei Nightmare Tower again. Vielleicht auch noch eine Rubrik, die ich mal irgendwie machen will, wenn man irgendwie zu irgendeinem Game zurückkehrt. Ich habe euch das mal vor ewigen Zeiten vorgestellt. Und ihr wollt ja mal so wissen... Ach so, gut, muss ich sowieso zocken? Naja gut, dann zocke ich mal eben und erzähl dabei was. Ob ich denn teilweise auch wirklich irgendwelche Games auch wirklich effektiv zocke? Ja, tue ich. Wenn ich der Meinung bin, dass die auch interessant sind, dann werden die auch gezockt. Ich habe hier jetzt bei diesem Titel, deswegen vielleicht haben wir jetzt sogar das Glück, dass wir das im ersten Run finden, habe ich jetzt sozusagen die Achievements freigespielt, um jetzt das Spiel auch durchzuspielen. Das geht vorher nämlich nicht. Er rettet zwar eine Prinzessin nach der nächsten, aber irgendwann kommt dann so eine Art, ich sag mal so eine Art Stahltür. Und dann ist einfach Ende, weil ihr nicht alle Achievements hattet. Was ganz lustig war, ich habe tatsächlich als Vollpfosten nicht gemerkt, dass man die Achievements auch erkaufen kann in diesem Spiel. Das heißt, also ihr müsst da theoretisch gar nichts machen, sondern ihr müsst einfach nur Geld einsammeln und irgendwann seid ihr dann durch. Also es ist ganz gut so, dass ich jetzt gerade drauf bin, weil dann kann ich nämlich auch euch nämlich was zeigen, was ich zeigen wollte. Also ihr seht, das ist so der Level, den ich derzeit habe. Hier ist schon Max, da ist Max, hier gibt es noch ein Level, hier gibt es noch zwei Level. Was Zubehör angeht, Glück ist ausgemastert. Abzugskraft wäre das nächste, was ich mir hole. Öl muss ich noch zweimal haben. Da bin ich schon auch fertig. Tränke fehlen mir auch nur noch zwei. Was wichtig ist, hier gibt es noch Erfolge. Da gibt es noch ein paar Sachen, die ganz interessant sind. Und hier ist das Wichtige. Was interessant ist, wenn ihr die 40 von 40 Quests hinter euch habt und eben, wie schon gesagt, man kann sie auch erkaufen. Ne? Ich Trottel hab 38 oder 39 sogar durchgezockt und habe immer gemerkt, hups, wie kann man kaufen? Und dann hatte ich leider den 40. nicht mehr gelesen und hatte den dementsprechend auch automatisch freigeschaltet. Ja, das heißt, wir können das Spiel jetzt beenden. Und wir versuchen das jetzt auch einfach mal. So, jetzt kann ich euch nämlich auch das erzählen, was los ist. Also Prinzip müsste eine gewisse Höhe erreichen. Ich kann mich da jetzt nicht drauf konzentrieren, das heißt, müsste sowieso irgendwie lesen. Bin sowieso mal gespannt, das ist auch so. Bei der Geschwindigkeit mal ein guter 60 Frames Test. Was kann YouTube wirklich? Also ich nehme mit 60 Frames auf, das sehe ich. Wollen wir mal gucken, ob er das auch genauso gut wiedergeben kann. Ziel der Übung ist immer, eine gewisse Höhe zu halten und möglichst nicht einfach eiskalt immer hier wie so ein Depp da vorbeizuspringen. Ich habe jetzt mittlerweile so alles abgegradet, dass ich die meisten Monster mit einem Schlag erledige. Und dass ich hier auch dementsprechend ordentlich Waffen bekomme. Und auch ordentlich Gegenstände. Das sollte eigentlich bei, ich sag mal, wenigen Versuchen klappen. So, die habe ich auch schon besiegt, die beiden Vögel. Das war nämlich ein Achievement. Ich glaube, das war das 38. Man müsste beide erledigen. Das ist aber auch machbar. Ihr müsst noch ein bisschen risikoreicher dann auf Power gehen. Aber dann geht das auch. So. Ich möchte gerne mal wissen, wie weit ich bin. Das sind eigentlich schon Monster, die später kommen. Das ist eigentlich eine gute Gelegenheit. Ihr seht, an Geld und sowas mangelt es mir überhaupt nicht mehr. Das heißt also wahrscheinlich, wenn wir Glück haben und ich das hier nochmal vermassel, kann ich auch noch während des Videos auch nochmal ein bisschen euch was freischalten. Ich werde vielleicht nochmal, wenn ich alles gekauft habe und alles fertig habe, was es hier gibt, auch nochmal ein Video zu machen. Aber ich dachte mir einfach so, komm, du bist jetzt soweit. Da stand auf einmal, sie haben den Schlüssel freigeschaltet. Dann habe ich auch extra aufgehört. Das heißt, das ist jetzt also sozusagen der Run einen Tag später, nachdem ich alles sozusagen freigeschaltet habe. So, wir haben's. Und nu? Und nu? Okay, den muss ich also platt machen. Verstanden. Okay, dann machen wir das doch mal. Ich bin gleich tot. Boah, ist ja wie bei Contra, ey. Alter. Das Leben war wichtig. Geh weg. Auch weg. Aua. Scheiße. Interessanter Kampf.
So, was haben wir denn? Irgendwas haben wir freigeschaltet, wie man sieht. So, jetzt können wir, was können wir denn im Shop jetzt schon mal kaufen? Stiefel. Bewegungsfreiheit. Das brauche ich alles nicht. Ich könnte aber für den Endkampf, glaube ich, Bewegung ist gar nicht so verkehrt. So, zack. Dann waren wir jetzt gerade mal da. Dann habt ihr jetzt so zum ersten Mal den ersten Endkampf gesehen. Dann weiß ich jetzt auch, wie der läuft. So, mal gucken, dass wir da jetzt nochmal hinkommen. So, an Trinken habt ihr gesehen. Ich habe so ziemlich fast alles, was man braucht. Ich dachte, vielleicht kriegen wir in diesem Playthrough tatsächlich auch noch hin, dass man alles sich kaufen kann. Dann wärt ihr sozusagen wirklich live dabei. Und das ohne Aufpreis. Aber sonst, das ist wirklich ein Casual Game, was Laune macht. Also es ist jetzt nicht irgendwas, was man jetzt, weiß ich nicht, 40 Stunden spielt. Es ist jetzt kein Binding of Isaac oder so, aber es war ganz putzig. Und ihr seht ja, man kann tatsächlich irgendwas erreichen, auch wenn ich mich jetzt hier gerade wieder total bekloppt anstelle. Aber wir schaffen das schon. Ich muss gucken, dass ich meine Health hochhalte. Das brauche ich jetzt für den Endkampf. Also ihr seht, ne? Ich kann die meisten Gegner wirklich mit einem Schlag plätten. Hier gibt es ganz wenig Gegner, die noch mehr abkriegen können. Und die anderen kann man auch relativ einfach wegrotzen. Das heißt, die kommen teilweise noch nicht einmal mehr zum Angriff. Ah, das war unnötig. Das war noch unnötiger. Ja, toll. Jetzt bin ich beim Endkampf mit nur 5 Herzen. Na, ah, das war falsch. Konzentrier dich. So. Na komm, mach du mal nur. Ja, das ist mir egal. Solange ich da wie bei Bullet Hell ausweichen kann, tue ich das. Na komm, stell dich, du Affe. Wahrscheinlich hast du eh wieder 3 Angriffsformen. Ah. Na komm, mein Freund. Ich krieg dich. Health. Immer gut. Na, mein Freund? Geht noch weiter? Natürlich geht das noch weiter. Ist klar. Ist klar. Wo bist du denn? Komm, stell dich. Na komm, mach deinen komischen Bullet Hell. So, komm, stell dich. Vogel. Schon wieder volle Leiste. Wahrscheinlich muss man ihn wieder 3-mal besiegen, ja? Natürlich. Ah. Fuck. Ja. Ja. Das gefällt mir aber gar nicht. Ja, natürlich. Und ich versemmel das gleich am Anfang. Komm. Zack. Dann mach ich toll. So spielt man es übrigens am Anfang nicht. Ah. Seht übrigens, da ist so ein Lavafluss. Da muss man also eine gewisse Geschwindigkeit haben. Deswegen sollte man ein bisschen auf Kombos gehen, so wie ich das hier auch mache. Aber es ist ja mal ein interessanter Kampf. Naja, krieg ich dir vielleicht nochmal irgendwie ein Again 2 Video. Auf jeden Fall habt ihr jetzt mal ein bisschen was vom Endkampf gesehen. Wahrscheinlich, wenn ich alles komplett habe,
Dann haue ich den wahrscheinlich auch noch in Grund und Boden. Dann habe ich ja auch noch mal eine Helfleiste mehr. Das kann ich ja auch noch freispielen. So, ich hätte jetzt gern mal, wenn ich mal ein bisschen hier rumnörgeln will, ich hätte gern mal ein bisschen Helf. Danke. Ein bisschen mehr, wenn es geht. Es gibt übrigens dann, glaube ich... Nee, Glück habe ich auf Maximum, ne? Ich glaube, es gibt noch irgendwie... Ja, mach du mal. Ja, toll. Genau, verliere am besten nochmal ein bisschen Leben. Und schon wieder sind wir im Endkampf. Ah. So, jetzt komm. Zeig, was du kannst. Kann ich die Kanonen eigentlich alle kaputt machen? Das war richtig gut. Ich glaube, da würde ich nicht so unbedingt drauf. Ah, du Depp! Schön. So, das war gut. Ah, das war so scheiße. Komm, stell dich, du Affe. Ja, toll. Das ist ja wirklich meine Lieblingswaffe. Das war richtig kacke. Komm. Noch ist der Kampf nicht geschlagen, mein Freund. Das ist auch ein bisschen übertrieben, denke ich. Ah, komm. Muss ich weghauen? Bis jetzt? Ja, so, komm. Live ab. Er fällt. Er fällt. Komm, zeig dich, du Depp. Mit deiner Kanone. Nein. Nein! Ah. Was kann ich dir nochmal wieder kaufen? Tja, es ist eigentlich total uninteressant. Weil eigentlich brauche ich jetzt nur noch nochmal ein Health-Upgrade und vielleicht mal gucken, dass ich da weniger in dem ersten Kampf verliere. Dann ist das relativ so, wie ich das haben will. Und dann kann man den nämlich auch schlagen. Wahrscheinlich gibt es dann eh noch eine dritte Runde, wie sie das gehört. Na, mein Freund? Jetzt willst du es aber wissen. Das wird ja hier voll auf Risiko. Ja, du bist auch geil. Jetzt wollen wir es hier mal wissen, oder was? Geld brauchen wir immer noch. Ja, noch haben wir nicht alles. Ja, natürlich. Die Kaspar. So, und so kann man sie beide besiegen. Machen wir das auch mal. Eigentlich muss man hier nur gucken, dass man die möglichst in einer Reihe hat und dann gezielt drauf. So, bis hierhin bin ich recht zufrieden. Der Anfang war scheiße. Aber ich habe ja mittlerweile so viel Power-Ups, da ist das egal. Ich bin sowieso so schnell. Ich glaube, Lava ist mittlerweile für mich vollkommen egal.
aufpassen auf den bescheuerten Magier, den kann ich nie gebrauchen. Ich wusste es. Kostet mir unnötig Energie, du Vogel. So, danke. Maximum Health. So, wir sind wieder da, mein Freund. Das war gut. Ah, der ist gleich schon in der zweiten Form. Das ist gut. Ich wüsste gern, ob man hier angreifen kann. Wahrscheinlich nicht, ne? Das hat irgendwie keine Anzeige. Fertig. Schön. Ja, super. Die Phase muss ich irgendwie gucken, wie man die übersteht. Schön. Das war auch gut. Das war schlecht. Pass auf, mach hier keinen Mist. Doof. Da konnte ich ja nur einen Schlag nehmen. Gut. Schön gemacht. Weg. Weg, weg, weg. Gar nichts riskieren. Ah, da ist wieder die Kombination. Schön. Schön. Letzte Form. Uah. Wo ist er denn? Oh, Arsch. Klar, natürlich. Natürlich. Wie soll das denn gehen, du Affenkopf? Komm, einen Versuch machen wir noch in dem Run. Dann gehe ich erstmal dazu kreativen Pause. Ja, also er kann fallen. Aber die dritte Phase ist natürlich. Also, ist ja unmenschlich. Bullet Hell, also. Ich hau ins Essen. Aber gut, ihr seid dabei. Live, in Farbe und bunt. Bin mal gespannt, wenn ich da mal irgendwie Bock habe, deine Rest freizuschalten. Da werde ich nämlich gucken. Vielleicht lasse ich da nämlich immer dann die Kamera laufen. Dann seid ihr nämlich dabei. So, immer maximal Health. Das ist im Augenblick das Wichtigste. Deswegen ist als nächstes ein Health Upgrade. Ganz wichtig. Und das war wichtig. Und natürlich verliere ich gleich wieder was. Das gibt's auch gar nicht. Zack. Jetzt mal Ruhe hier. Oh, zack. Ich brauche Hilfe, Freunde. Geld ist toll, aber... Boah, ich bin ja total tot, wenn ich jetzt gleich in den Endkampf komme. So, zack, zack. Zack. Naja, gut. Immerhin so, dass man damit arbeiten kann. Nein! Idiot. Wo ist er? So, ganz aufpassen.
Und das ist eine Phase, die kann man. Das ist machbar. So, das war gut. Und er ist auch gleich weg. Zack. Wom. So, und hier aufpassen. Nein, 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 nein. Nicht tierisch abkriegen. Ah, du Arschloch. Das war gut. Das ist nicht so großartig. Ja, da kommt der Scheiß wieder. Ganz toll. Da kassierst du viel zu viel. Ist er ein bisschen vorsichtiger. Na, komm, hier die Kanonen, das kennen wir ja, das Spiel. Na, wo bist du Affe? Ja. Aufpassen. Gut. So. Finale. Nein, du Scheiße. Ah. Tja. Überlege ich mir was. Also die Bullet Hell Passage passt mir überhaupt nicht. Theoretisch müsste man irgendwas haben, um da, ich sag's mal böse gesprochen, unverwundbar zu sein. Dann wäre das scheißegal. Kann er seine Show abziehen, dann kriegt man ihn auch. Tja, ja, immerhin sollten wir gleich erstmal ein weiteres Health-Upgrade haben. Dann haben wir das schon auch auf Maximum. Vielleicht, wenn man ein bisschen noch Bewegungsfreiheit hat, kann ich ja auch nochmal ein Level kriegen. Dann ist das vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber sonst irgendwie Power-Ups. Gut, wir haben noch die Tränke. Da gibt's noch was. Ich wüsste jetzt nicht, was da noch irgendwie weiterkommt. Na, Arschloch. Oh, zack, zack. Ah, ich hasse das, wenn du irgendwie sinnlos Hell verlierst. Weil also, auf jeden Fall ohne Schaden werde ich das nicht hinkriegen. Den Bossfight. Also da wüsste ich noch nicht wie. Ah, zack. Ah, bumm. Wiedersehen. So, nächster Kampf. Oh, mal gucken, vielleicht stellen wir uns jetzt mal besser an. Immer ein bisschen aggressiver, das hilft schon. Ja, und hier kannst du nichts machen, außer Dusel haben. Und das wüsste ich da nicht, was da passieren sollte. Zack. Erste Form weg. Ah, meine Güte.
Es ist einfach zu groß, diese Bullets. Ah, Vorsicht. Es ist mir egal, lieber die Schläge nehmen. Und ihn mal erwischen. Da kommt der nächste Scheiß. Ah. Gut. Ah, das war natürlich scheiße. Ist hierhin gut. Ah, gut. So, zack, 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 zack. Die Phase kennen wir ja jetzt schon. Die geht. Okay, so, die kriege ich auch noch. Ja, schön. Dritte Form. So. Das war gut. Arschloch. Und der nächste Scheiß. Ja, wie sollst du da was machen? Da kannst du ja nur was abkriegen. Genau hier. Mein Gott. Arschloch. Ich mach dich platt. Kannst da mal von ausgehen. So. Dann brauchen wir das mal eben auch. Alter. Oh. Oh. Scheiße! Naja, gut. Maximum. So. Ja, dann würde ich sagen, ist aber hier eine gute Gelegenheit, hier einen Cut zu setzen. Weil dann will ich jetzt erstmal alles komplett haben. Bevor ich dann nochmal irgendwie der Meinung bin, dass ich eine ernsthafte Chance habe. Vielleicht kann ich bis dahin noch den Kampf ein bisschen lernen, aber ich will auf jeden Fall Maximum haben. Ich bin euer Mr. Werner 1974. Ich werde das Ding irgendwann als Special mal so hochladen. Irgendwann mal so. Seid mal gespannt, dass davon noch mehr kommt. Aber das war jetzt schon mal, ja, der Bosskampf. Und bis zur dritten Stage sind wir immerhin schon gekommen. Und ich werde das schon irgendwie hinkriegen. Muss nur gucken, wie man diese scheiß Bullet-Hell-Kacke überlebt. Dann passt das auch. Dann fällt er. Dann ist er tot. So, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Abonnieren, kommentieren, bewerten, wenn ihr wollt. Und die Indie-Szene ist 2015 auch wieder ein Thema. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.